Servus Bayern-Fans, der erste Monat des Jahres liegt hinter uns und sportlich war der Januar nicht zu 100% zufriedenstellend. Okay, 9 Punkte aus 4 Spielen, die Bilanz könnte schlechter sein. Und aufgrund des Remis der Werkself letzten Samstag ist der Rückstand auf Platz 1 auch wieder kleiner geworden. Aber die Leistungen auf dem Spielfeld und die immer länger werdende Verletztenliste sorgen vermutlich für einige Sorgenfalten. Aber vielleicht ist es auch ein Moment, in dem die jungen Spieler, insbesondere Thiel und Pavlovic, mehr Einsatzzeiten erhalten und dauerhaft zeigen können, welchen Wert sie für die Mannschaft haben können. Bei den kurzen Einsätzen zeigt Thiel immer wieder, wie gefährlich er ist, und gerade beim Bremen-Spiel hatte er einige gute Momente und brachte ordentlich Schwung ins Spiel. Und mit Pavlovic in der Mannschaft gab es diese Saison noch keine Niederlage. Klar waren das auch erst 8 Spiele, aber immerhin. Vielleicht etwas mehr Jugendwagen, die Kurve würde das mit Sicherheit honorieren. Die Südkurve ist alles in allem gut in das Jahr gekommen, die beiden Heimspiele gegen Hoffenheim und Union waren mehr als ordentlich, da war gut zu erkennen, welches Potenzial in der Kurve steckt. Dass wir Probleme haben, dieses regelmäßig abzurufen, hat sich beim mittleren der 3 Heimspiele gezeigt. Sonntag 15.30 Uhr, neue Südkurvenfahne, cooles Einsingen hinterm Block, es war alles angerichtet für einen guten Heimauftritt. Und dann folgte eine Darbietung, die eher im unteren Durchschnitt anzusiedeln war. Klar, gute Spiele funktionieren bekanntlich nicht auf Knopfdruck, aber gerade an einem für uns historischen Tag war es doch ärgerlich. Jedoch natürlich kein Grund für Resignation. Hoffenheim und Union waren gute Spiele und an diese wollen wir in den jetzt sportlich entscheidenden Wochen anknüpfen. Für unseren ersten Auftritt auswärts lässt sich ebenfalls ein positives Gesamtfazit ziehen. Lautstarke Gesänge aus dem Gästeblock und etwas glückliche 3 Punkte. Ein gelungener Fußballtag, dessen Erlebnis mal wieder vom VAR-Einsatz geschmälert wurde. Das nimmt bei unseren Spielen gefühlt gerade enorm zu, weshalb Nachspielzeiten von 5 Minuten nach der ersten Halbzeit nichts Ungewöhnliches sind. Die Abschaffung des ganzen Instruments wäre vermutlich die beste Lösung, denn die eigenen Emotionen leiden darunter enorm. Dass wir den VAR zum Kotzen finden, ist mit Sicherheit nichts Neues. Aber die vergangenen Wochen nahm die Thematik gefühlt nochmal zu. Was uns in den kommenden Wochen weiter begleiten wird, sind die 12 Minuten Schweigen zu Spielbeginn. Mit Sicherheit nichts, was uns leicht fällt, aber es gibt Themen, die sind einfach zu wichtig, um das Ganze unkommentiert zu lassen. Selbstkritisch kann vielleicht festgestellt werden, dass im Vorfeld der Abstimmung zu wenig von Seiten der Fanszenen kam und dadurch das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist. Ob es da nochmal rauszubekommen ist, lässt sich nicht absehen. Versuchen werden wir es aber zumindest. Und ein noch größeres und weitaus beunruhigenderes Thema, das uns in den vergangenen Wochen und vermutlich auch zukünftig beschäftigt, ist der Rechtsruck, welcher aktuell durch die Gesellschaft bzw. das Land geht. Wohin ein Rechtsruck führen kann, wissen wir alle, denn die traurige Geschichte hat uns das bereits gezeigt. Am 27. Januar war der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, an welchem seit einigen Jahren ein Erinnerungstag stattfindet. Wir haben seit vielen Jahren zu diesem Anlass eine Gedenkaktion, mit der wir vor allem an jüdische Mitglieder unseres Vereins erinnern. Mit diesen nachdenklichen Worten entlassen wir euch in den Spieltag. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.